Hallöchen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei. Wir sind's wieder, die Microwavers. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borderlands 2. Mehr Rex, ich hasse sie. Warum? Da ist Rackman. Bei mir sind meine guten alten Kameraden, der Lupus Nox. Hallo zusammen. Und der Baldur Askason. Und wir haben Rackman getötet. Der war aber schnell tot. Ja. Tja. Ich hab ja auch mal meinen neuen Raketenwerfer benutzt, den wir da bei der letzten Quest gekriegt haben. Rackman hat ja auch Kanonenkugeln nicht viel auszusetzen. Also entgegenzusetzen. Die sind alle schlechter als die Granaten, die ich hab. Ist ja doof. Blöd. Wie geht's denn hier lang? Das ist noch nicht. Wie geht's weiter? Na, dann gehen wir doch mal schauen. Ach so, hier kommen wir wieder zurück. Ah, hier kann man den Schnellweg nach unten nehmen, so gesehen. Springen, ja. Das ist das, wo ich gemeint habe. Da. Warte, ich will darüber. Das ist doch, machbar hier an der Seite da. Ja, warte, ich will darüber. Ja, genau. Okay, der ist schon kniffliger, der Sprung. Okay. Ach, Kniffliger. P-Boy. Wieso springt der nicht, die Sau? Leute, das war doch easy. Ja, war halt nur schön, dass wenn man Enter drückt und dann springt nicht. Das ist etwas ätzend. Aber nur ein ganz kleines wenig. Genau, wo zur Hölle war jetzt nochmal unsere Schneewittchen-Verschnitt? Wo war der Schneewittchenverschnitt? Den Schneewittchenverschnitt? Ey, da war die Tür, wo wir reingehen konnten. Beim Schneewittchenverschnitt. Da war der Schneewittchenverschnitt. Der Schnittwittchen? Das Schnittwittchen, ja. So, The Red Maze. Aber eigentlich können wir wieder runter. Hier oben ist gar nichts. War da nichts? Hier ist eine Kiste mit Schilden. Ja, aber da hast du ja das beste Schildchen rausgenommen, der Rest ist Mist. Den hättest du sowieso nicht gewollt. Das sagst Weil... du. Ich hab so einen. Aber du hast recht. Den habe ich nämlich schon. So ein aufgeladener Schusskackschild. Ja, ich weiß. Den habe ich. Aber hier kommt man wieder runter, also das. Ja gut, okay, wenn das nicht benötigt wird, dann komme ich da nicht doof. Hoch. Was denn? Was ist doof? Man hätte. Oh Gott, weg. Man kann einfach hier unten langrennen und da ist eine Leiter zum Hochklettern. also wenn du den Sprung nicht geschafft hättest, hättest du hier unten einfach eine Leiter hochklettern können. Nee, jetzt. So, was wollen wir als nächstes? Wir hätten da noch die Hochländer, geknechtete vom Overlook. Versteckte Tagebücher. The Highlands Outwash, Slappy's Unhappy End. Tundra Express, meine Mine. Und halt Wildlife Exploration Purse. Ich habe hier noch Risiken und Nebenwirkungen. Nee. Ich hätte vorgeschlagen Slappy's Unhappy End. Machen wir Slappy? Okay, machen wir Slappy. Platziere Arm, okay. Wir können natürlich auch noch mal eine Runde in Fink's Slaughterhouse probieren. Nee. Ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Das war letztes Mal so heftig. Wir sind seitdem nicht besser geworden. Also genau. Seitdem technisch nicht so viel besser geworden. Ja. Also ich denke so in 2 Leveln oder so. Ja. Vorausgesetzt, wir haben dann auch bessere Waffen. Genau. Ansonsten sehe ich da momentan nicht so viel Chance. Ich würde gerade sagen, ansonsten ist das ganz schnell vorbei. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, nach da unten. Das kann weg. Wei. So, zack, 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 zack. Ja, hier sind wieder diese unsichtbaren Viecher, ne? Stalker. Ja, ich seh sie schon kommen. Wieso habe ich eigentlich... Oh, ja, dumm, ne? Ah, mehr Shotgun-Schaden. Deswegen habe ich das getauscht gegen Erfahrung. Du, da liegt noch eine Kiste mit einem Quest. Was? Wo? Hä? Hier ist noch eine Kiste mit einer Quest. Kinnings, können da nicht mal warten.
Was denn, wir sind doch nur... Immer diese Ungeduld. Immer diese Hummeln im Arsch. Ich möchte... Dafür habe ich die Kiste liegen gelassen. Haben wir denn hier? Bester Muttertag aller Zeiten. Ein Geschenk für Mom. So. Na dann. Ja, nicht mitnehmen. Ja, ich dachte, dann damit kannst du noch vorlesen oder so, deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Was ist in dem Päckchen? Alles Liebe zum Muttertag für die beste Mama, die ein Meisterjägersmann sich wünschen kann. Aber freu dich nicht zu früh, dein Geschenk habe ich mit meinem Faustabdruck eingeschlossen. Das kannst du erst aufmachen, wenn ich heimkomme. Ich gehe jetzt erstmal Henry, dem Stalker, die Eingeweide rausreißen. Bis nachher. Oder auch nicht. Da wissen wir ja schon, was passiert ist. Wow! Fick dich! Moment, wo ist sie? Da ist sie. Jungs, wir wissen doch alle, wie das ausgeht. So. Oh! Wo kommst denn du her? Kein Fall, Schaden ist schon manchmal traumhaft. Das einzig Nachteilhafte an dieser Waffe ist echt, dass das... Hier ist noch ein Stalker, unter anderem. Ja, ja, da ist noch einer, richtig. Jetzt ist da kein Stalker mehr. So. Nee, nicht ein Raketenwerfer. Erwischt. Dahinter. Sehr schön, das ist ein Stalker. Ein Stalky! So. Haben wir 25. Rest Stalker! Mahlzeit. So. Wir haben jetzt allerdings den falschen Quest aktiviert. Ja, ist schon nicht schlimm. So. Können wir auch zuerst mal das Muttertagsgeschenk machen. Ja, aber da müssen wir wieder hier raus aus der Instanz, wollte ich gerade sagen. Lass doch erstmal hier drin bleiben. Achso, ja, ich sehe es gerade. Okay, Moment. Dann aktivieren wir das Ganze wieder. Ah, ist auch in den Highlands. Ja, das ist doch jetzt da drin, ne? Ja. So. Auf der anderen Seite ist hier im Wasser. Ja. Ist im Wasser? Das sein. Ja. Ah, ja. Okay. So. Arschbombe! Geronimo! Flatsch. Das wird jetzt übrigens ziemlich uncool. Jo. Ja, Slappy. Du witterst sie, nicht wahr? Das ist der Duft eines Gentlemans. Slappy ist ganz klein. Hoppala. Der ist aber ein bisschen größer, als ich dachte. Und wieso machen wir ihm keinen Schaden? Und Schaden würde ich sagen, weil ich gerade daneben geschossen habe, aber... Du kannst sie zwar zerschießen, aber sie regenerieren sich mit der Zeit. Zerschießen ist okay. Ja, dann gibt's jetzt erstmal zwei von den Dingern. Wow! Das hat gesessen, würde ich mal sagen. Quatsch, bei mir auch. Aber Slappy ist gleich weg. Slappy ist weg. Oh. Ja, wir auch. Hilfe! Komme! Lebt noch irgendwer von uns? Ja, ich. Die erste Baldur. Sei unbesorgt, Bürger! Ich rette dich! Was machst du mit mir? Gut. Da wäre auch noch ein Gegner hinter dir da, aber egal. Jetzt nicht mehr. Ich habe Medikits gefunden, Leute. Blauer Granatenmatsch. Nicht besonders interessant. Haben wir irgendwas gekriegt? Gar nicht. Irgendwas? Ja, ich habe eine lila Schrotflinte. Oh, Iridium. Die habe ich noch aufgehoben. Die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Okay, was machen wir als nächstes? Muttertagsgeschenk? Ja, ja. Highlands. Das war doch hier vorne. Oh, kommen wir da überhaupt wieder hoch? Boah, ja, müssen wir ja. Also ohne jetzt außen rum zu rennen oder so, meine ich jetzt? Ja, wir müssen da außen rum rennen. Ja. Kann man hier nicht. Bleibt uns wohl nichts anderes. Nee, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Wo? Hier bei mir. Gut, dass ich noch nicht so weit weggelaufen bin. Ich habe ein Gespür für Leitern.
Ich weiß halt, wo es aufwärts geht. Im Gegensatz zu dir. Ist ja schon scheiße, wenn man Leitern braucht, um hochzukommen, ne? Tja, ich weiß, wo es abwärts geht. Kann manchmal auch ganz praktisch sein. So. Munition! Oh, ich hatte Level Up. Ich nicht. Was geht die Stelle mal? Fehlt mir auch noch ein Stück Krall. So. Oh je, jetzt ist. Ihr seid ja schon so weit vorne. Du bist so langsam. Sag doch, Hummeln im Arsch. Das habt ihr, Hummeln im Arsch. Was dagegen? Böp, 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 böp. Weil dein Charakter jetzt keucht, wie als hätte er einen 100 Kilometer Lauf hinter sich. Tschü. So, Auto. Richtig? Ja. So, wo müssen wir hin? Da hinten hier müssen wir. Bei der Nase da. Muss mich gerade nochmal dran erinnern, dass man ja mit der Maus lenkt. Weil ich verzweifelt auf A und D gedrückt habe und nichts passiert ist. Nach da oben müssen wir. Ach ja, da waren wir schon ein paar Mal. Ja. Hä? War das das da unten? Das ist da unten. Ah ja, da. So. Wo denn? Hä? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nee, doch nicht. Nee, das ist ein Badass Stalker. Noch ein Badass. Das ist ein ziemlich toter Badass Stalker. Jo. Ein Überfall Stalker. So. Noch einer. Na Mist, die treffe ich so nicht. So, upa. So, sehr schön. Und jetzt kommt Henry. Hallo Henry. Hi Henry. Och, der ist aber klein und niedlich. Moment. Hi. Granate. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Rakete. Kabum. Ding. Da hat einer ein Level. So, da ist der Arm. Assassinenmord und na. No. Okay, öffne Taggarts Kästchen. Ja, muss man das jetzt bei sich im Inventar machen, oder? Ja, ich denke schon. Nee, ich habe kein Kästchen im Inventar. Hm. Ich auch nicht. Da. Ach, wir müssen. Nee, eine Sekunde. Hä? Hier vorne da. Ist ein Marker irgendwie. Nee, nee, ja, hier müssen wir es machen. Achso. Da müssen wir das Kästchen und. Oh. Ödipus-Komplex, Schmödipus-Schmomplex, Abschluss der ganzen Kiste. Mhm. Love Thumper. Wenn Anrempeln falsch sein soll, will ich gar nicht recht haben. Ja. Okay. Der ist auf jeden Fall mal ein gutes Stück schlechter. Ja, aber ich glaube, der ist halt irgendwie so ein Nahkampfschild ist das irgendwie. Ich habe einen Spielerskin mir verdient. Irgendwie. Was haben wir jetzt gekriegt als Belohnung? Neuen Schild. Ja. Schild? Schild, ja. Der Love Thumper. Aber das ist nicht so toll. Nee. Das ist gar nicht toll, das Schild. Also. Was extrem hohe Ladeverzögerung. Zu 16 Roy-Schaden setzt das Schild mit jeder Nahkampfattacke eine Explosionsnova frei. Ja. Halt ein Nahkampfschild. Geil! Ja, was aber denn? Es ist extrem niedrig. Es hat gerade noch 700 Schutz. Das ist schon ein bisschen wenig. Würde ich mal behaupten. So. Ne, Wildlife wollen wir nicht. Dann machen wir jetzt die Geknechteten. 700? Meins hat gerade mal 540. bei mir hat 700. So. Auf geht's zu den Geknechteten. Müssen wir nur schauen, dass wir da wieder hochkommen. Na, falsch. So. Achso,
Einfach mal Deich stehen gelassen. Was? Ist er nicht? Du hast einfach mal Deich stehen gelassen. Oh. Sorry, soll ich dich abholen kommen? Wieso? Ich hab hier Spaß. Ah ja, dann ist ja gut. Ich hab Spaß, ich heb Gas. Oh, ein bisschen Muni, sehr schön. Dorker. So. Ja, die geben kaum noch Erfahrung. 2 Punkte. Das meine ich mit Stalker nicht. So, oh mein Gott, der Yippie-Yay ist so geil. Meine Backe? Jetzt schon. Der Skill vom Gunsurker. Für jeden Gegner, den ich töte, bekomme ich, also im Gunsurker-Modus töte, bekomme ich 0,6 Sekunden mehr Gunsurken. Okay. Das heißt, ich glaube, zum Schluss sind es 3 Sekunden oder so. Das ist natürlich nice. Ja, das ist gut, ja. Ich glaube, der Mod von Zombie, den er damals gefunden hat, hat ihm einen Bonus von plus 5 Punkten auf das Ding gegeben. Ja. Das heißt, er hatte 6 Sekunden, der hat quasi, wenn Gegner gekommen sind, hat er einfach nicht mehr aufgehört zu Gunsurken. Das ist natürlich geil. Das ist vor allem sehr praktisch. Ja. Ja. Der hat einfach um sich geballert wie ein Bekloppter, hat die ganzen kleinen Gegner niedergemacht. Großartig. Ich meine, 3 Sekunden zusätzlich sind schon krass, je nachdem, was für Gegner du da hast, aber... Oh ja. Weißt du, da hast du so 6-7 Sekunden zusätzlich. Ich weiß nicht, wie lange du im Gunsurker-Modus bist, aber ich glaube 5 Sekunden oder was. 15. Nicht 5. Seid gegrüßt, Bürger von Overlook. Ich, Handsome Jack, bin mächtig begeistert, euch in der Hyperion-Familie willkommen zu heißen. Ja dann, Tür auf. Wegen der Stalker-Attacke. Hallo. Angesichts der Art, wie du diese Roboter entsorgst, dachten wir Bewohner von Overlook, ob du uns vielleicht an die Hand gehen könntest, sozusagen. Ich soll ihr zur Hand gehen. Also, der erste Punkt auf der Agenda. Wir sterben alle an einer Gehirnkrankheit. Wenn du uns 3 Chargen Medikamente besorgen könntest, würden wir überleben. Was es mir ermöglichen würde, dich zu entlohnen. Unsere Medikamentenmaschine braucht eine neue Batterie. Steig bitte die Leiter zur Turmuhr hinauf und entnimm die Batterie der Uhr. Was, Turmuhr? Da oben. Ach, da. So. Kommt irgendwie ein bisschen zu einfach, oder? Na, erst mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich glaube, da gibt es irgendwo eine Leiter oder sowas. Ja, da ist sie. Nein! Wow, da wäre ich fast runtergekommen. Na. Hehehehe. Nein, 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 verdammt. Ja? Das ist irgendwie... Wieso kann ich die Leiter nicht hochgehen? Hui. Das kann ich dir nicht beantworten. Soll denn der Dreck? Dafür nicht schlau genug bist. So. Ah, du hast ja eh gleich die... Klapsi. Dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir darüber hoch, genau. Woher soll ich jetzt wissen, wie spät es ist? Du hast die Batterie gefunden. Leg sie in unsere Medizinmaschine ein und kauf uns Arzneien gegen Schädelfrost. Bitte. Und sobald ich herauskriege, wer fand, eine funktionierende Uhr sei wichtiger als Medizin gegen Schädelfrost, erhält derjenige eine strenge Verwarnung. Ah, hier. Yep, da. Top. Sehr schön. So. Schädelfrostmedizin. Macromancer ist ein wunderbarer Klassenmod halt gerade drin. Aber wir brauchen noch 2 Chargen. Die nächste führt an Hyperion, Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorgt die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ich schlage vor, du killst sie. Ja, ja. Freundlich, wenn möglich. Wir töten freundlich, kein Problem. Also immer recht freundlich, Jungs, ne? Lächeln und nicken und dabei einfach mal draufballern. Ja. Ah, mal schauen, ob ich von hier aus treffe. Ich sehe, kannst du überhaupt. Hä? Ich habe getroffen. Du siehst die Gegner überhaupt? Ja. Hä? Butchies oder. Krass. Hä? Ich treffe sie. Ja, nice. Ich bin so gut. Glückwunsch
Ich bin so gut. Hat er jetzt ganz vergessen, dass man so weit gucken kann? Kann schon. Das nenne ich mal Sniper-Unterstützung hier. Jo, das ist echt Sniper-Unterstützung. Vor allem, die kriegen mich nicht mit. Ja, nee, klar, die wissen ja gar nicht, wo du bist. Sehr geil. Das ist, glaube ich. Nice. So, na. Wo müssen wir überhaupt hin? Ganz nach oben, oder? Nein, ich hätte fast. Nur noch ein Punkt. Nur noch ein Treffer. Puh. Mist. 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 Hat er sich verkrümmelt, oder? Ja, das sind die Bodyguards gewesen. Die hätte ich fast beide getötet, Grit. Und jedes Mal so ein Schuss hat gefehlt, bevor sie wieder weggegangen sind. Ach. Fast getroffen ist auch dann. Nee, ich hab getroffen. Ich hab ja so viel getroffen, dass sie nur noch einen Strich haben an Leben. Bumm. Aber dann sind sie halt in einen Bereich gegangen, wo ich sie nicht mehr sehe. Nee, das ist kein Schild, Heini. Ach, das ist der Materialoffizier. Jetzt erkenne ich den erst. Da sind sie. Da ist er wieder. Ich brauche eine höhere Position. Und weg ist er. Keine Chance. Da. Genau. Oder kommt noch ein Loader? Das imponiert mich. Zack, weg. Wieso kriege ich keine Erfahrung dafür? Wir haben den Kontakt verloren. Finde sie. Bitte. Was? Finde die dritte Lieferung? Jawohl. Wo ist sie denn? Wo ist denn wohl? Ach, da unten. Jetzt bräuchte man. Lass mal ein Auto holen. Müsste doch da oben sein, nicht wahr? Jojo. Thrasher nerven echt wie eine Sau. Nein, nee, nee. Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Hallo? Go! Oh, hä? Irgendwie, hab ich gerade den Überblick verloren? Sag mal. Ich habe vorhin Führer-Treasure gelesen. Ja, das wundert mich jetzt gerade nicht. Was soll das denn heißen? Frage ich mich weiß auch. Weiß ich auch nicht. Da ist er. Guck mal, ein Balken hat noch gefehlt. So ätzend. Ein einziger hätte noch gefehlt. What? Bis ich den hier von da hinten kaputt gemacht hätte. Und der andere, der da oben auf dem Dach ist, den habe ich auch von da hinten fast kaputt gemacht. So. Immerhin. Moment. Steigen sein. Kommen sein, kommen sie raus. Ah, jetzt ja. Gut, gut. Ja, der vielleicht, nach, wenn vielleicht, ich kann ich von, hab, ne? Vielleicht kann ich von hier aus auch da oben auf der Raumstation snipen. Du meinst, wenn einer aus dem Fenster guckt? Hallo. Ja, das ist schon geil. So, dritte Portion gehen wir dann aber das nächste Mal holen, würde ich sagen. Genau. Jo, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch gerne mal in unseren anderen Projekten um. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilt es doch mit euren Freunden. Vielleicht haben die ja auch Interesse dran. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Tschüss.